Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft The Island. So, ich habe die XP-Bären mal ein bisschen eingesammelt. Und auch schon hier auf Level 80 sind wir gerade. Ja, die kann man ja einfach so. Die leider nicht. Hier müssen wir Landmarker. Ich will jetzt mit euch erstmal was vorbereiten hier. Die Erzfarben. Und zwar holen wir uns jetzt hier die Marker, dann Kopf. Das Ton erstmal zum Bauen, bevor wir den unten rein transportieren. Weil die Erzfarm habe ich mir überlegt. Immer auch eins so hoch. Gut. Den Lever, den packen wir mal. Jetzt hier erstmal ran. Dann machen wir hier frei. Hier eine ran. Und hier die dritte. Bitte. Auf den Hebel haben wir eingesammelt. Nein, der ist runtergeploppt. Muss die auch so kommen. Gucken, ob die anderen auch runtergeploppt sind oder nicht. Energie. Receive only. Fill. Hole ich gleich den Stein. Ich hoffe, der hat jetzt nicht das hier oben den Stein hingebaut. Ich hoffe insgeheim, das war ich. Ja, war ich auch. Der hat ihn da hingebaut. Gut.
Das heißt, er hat keine Landmarkers mehr. Ey, muss man nicht verstehen. Oder doch, da ist noch einer. Zum Glück sind wir hier noch hingeflogen. Immerhin haben wir drei Landmarkers. Müssen wir nicht so viel nochmal neu machen beim nächsten Mal. Wir sind ja hier gleich bei dem, wo hier eine volle Kiste ist. Brauche jetzt wieder ein bisschen, warum dass die voll wird. Aber immerhin erstmal massig. Fläche schaffen. Wir haben schon sch so schnell baut man Stacks. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 8 Sekunden ein Stack. Oh, ganz schön heftig. Und wir sind noch nicht mal ansatzweise fertig. Wollte gerade sagen, der ist einfach bloß nicht angezeigt. Wie kann man denn die Leiter hinbauen? Zum Runtergehen oder so. Damit wir hier genug Fläche haben. Wir bauen es extra unten, damit man das nicht so sieht und es nicht im Platz weg ist. Das ist nachher auch der Keller vom Haus mit. Und. Oh, das ist ja fast mies. Ach ja, Difficulty ist gerade aus, deswegen keine Angst. Deswegen. Musste ich, weil ich sonst was nicht hätte machen können, mich nicht retten können. Beim Warten. Weil das hat geleckt durch die Mobs. Mal gucken, ob es jetzt reicht. Wir craften jetzt auf jeden Fall schon mal. Man sieht die hier oben noch lang fliegen. Wir craften jetzt auf jeden Fall schon mal die Sachen, die wir brauchen. Und zwar ein Automatic Sieve. Strings. Ja, die Strings auch gerade nicht voll. Kann ich ja schon mal sagen, ich habe ein paar in die Anlage dahin reingepackt. So, tief. Eins, zwei, drei, vier, fünf mindestens. Wir machen mal sechs, sieben. Ich hoffe, ich habe genug Invar. Nein, das dachte ich mir schon. Ich muss mal kurz einen Cut machen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir machen unsere Invar. Wieder so. Und so. Aber wir brauchen mehr als sieben.
Mach ich jetzt einfach so. Volle 7, gut. Genug in da gehabt. Dark Steel haben wir massig. Pistons erstmal. 60 Pistons, ja. Nochmal Anvils. Machen wir auch mal 7 Automatikhämmer. Von dem Darkstyle haben wir ja massig. Dann brauchen wir noch ein eigentlich erstmal. Machen wir mal so viel wie wir können. Für sie. Reprint Ally. Das erstmal. So, dass wir in jedem 2 reinpacken können. Den Speed. Sehr gut. Den Rest craften wir gleich. Wir gehen erstmal nach da. Da wir so oder so in unserem System wieder Cobblestone brauchen. Sammle ich den mal ein. Okay, das hier ist fertig. Damit wir hier nachher so. Dann brauchen wir nämlich jetzt noch eine Cobblestone Farm. Ich überlege, ob wir so eine da bauen. Obwohl die ist so teuer. Ignik. Extruder reicht. Und 4 Stück brauchen wir, oder? Nein. 1, 2, wir machen mal 3, 4. Ach, wir machen einfach 4 Ignik. Er ist Extruder. 1, 2, 3, 3, 4. Dann. 1, 2, 3, 4. Dann. 2, 3, 4. Dann brauchen wir natürlich noch. Ach, davon werden wir genug haben. Bitte. Brauchen wir noch Buckets? War 4 mit. Ja, 4 mit Lava. Wir klauen die natürlich gleichmäßig und 4 mit Wasser erstmal. Drei, 4. Aber wenn wir da unten noch eine unendliche Wasserquelle machen. Oder hat es gewittert, ein Blitz eingeschlagen. Also hätten wir jetzt einen bestimmten Mod drauf, wir würden nur so förmlich gewinnen. Eins.
Eins. Drei zwischen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins weiter hinten. Gut. La, hier, ja, wir stellen erstmal überall Koppelstone ein. Wir sagen jetzt überall bei der Konfiguration erstmal ausschalten. Die geben natürlich jetzt auch gerade Licht an. Wir sagen hinten Output, Seite Input, hinten Output, Seite Input. Bitte, so machen wir es. Alten Dukt. Oh, ich habe oben überall Output gemacht. Bitte. Jetzt ist hinten über Output. Gut. Cobblestone. Zu Kies. Kies zu Sand. Sand zu Dust. Hier muss gerade noch kein Hammer hin. Eins, zwei, drei. Hier kommt nämlich denn was anderes hin und dann hier was, wo wir noch eine riesige Maschine machen müssen. So, hier kommt dann noch was hin, wo wir eine riesige Maschine noch zu machen müssen oder so. Ich weiß jetzt noch nicht, wie wir die hier machen. Hier, da kommt noch ein bisschen was anderes hin. Aber ich packe erstmal den. Und Cortana öffnet sich natürlich. Und ich Es habe noch tut mir nicht mal leid, was ich kann. gesagt. Ja, das ärgert manchmal, wenn wenn etwas nicht funktioniert, wie es soll. Gut, wir gehen jetzt nach oben. Um Item Duct zu holen. Conduit meinte ich, Conduit. Und zwar das Item. Gut. Das muss jetzt sein. Jetpack ist alle. Ich will jetzt nicht, dass es hängt und wir sterben. Wir verlieren ja nichts. So, Game Mode 0. Wir müssen es aufladen. Wir müssen dringend das andere Jetpack machen. Das dauert mir zu lang. Auch wenn es Lava kostet dafür. Da lädt man locker schnell auf. Also klar, wir sind erst massig geflogen. So lange, wie wir jetzt eben gerade an Strecken geflogen sind, sind wir nicht geflogen. Aber sonst hätten wir das nicht so schnell geschafft, die Plattform zu bauen. Vierundzwanzig, 25, 26, 27, 28, 29 und 30. Wir sind bei 20 Minuten. Wir machen gleich fertig die Folge, also Schluss.
Runter komme ich aus so einem Hof, wäre ich sonst nicht gekommen. Ich glaube, wir brauchen noch Energie. Ah, darum kümmere ich mich gleich. So, insert. Insert. Jetzt müssen wir die Energie nach unten verlegen. Ich weiß, wofür wir die Säule nutzen können. Wir haben hier eine Painting-Maschine. Zwei Cobblestone-Fassaden. Dann hole ich mich hier noch Energie. Content. Kondu. Bitte. Das war so früh gesetzt. Ich brauche drei Cobblestone-Fassaden, egal. Die obere bleibt jetzt erstmal blank. Gut, dann müssen wir hier nach hier kommen. Natürlich ist es eigentlich Vorbereitung für was anderes, nämlich für Big Reactors. Damit machen wir natürlich dann auch mehr Energie. Ja, da soll ja auch was anderes hin, da kommt noch ein bisschen was. So. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Jetzt brauchen wir noch eine Chest. Eine Kiste. Mit Diamanten. Eine große Kiste. Chess. Hier so eine hier. Iron. To Gold.
to Diamond. Gut, die können wir mal wegpacken, genauso wie die Beine erstmal. Gut. Sind ja gleich fertig. Muss ich natürlich noch eins tiefer setzen, mache ich auch später, wenn ich genug Fassaden habe. Und dann leiste ich mir noch nicht den Luxus. Ah, jetzt habe ich irgendwas gemacht. So, hier eins. Da muss es stehen, die Kiste dann bis hier. So, insert. Extract. Insert. Extract. Insert. Extract. Insert. Also einen Diamant rausbekommen. Extract. Insert. Extract. Insert. Extract. Bitte. Aber wenn ich hier jetzt irgendwie nicht mehr rauskomme. Bitte, so einfach geht's. Ich wette, da oben zieht es jetzt massig Energie. Gerade. Und wir kommen jetzt mit ME-Condits wieder. Ich guck mir mal gerade. Ja, wir produzieren zu wenig Energie momentan noch. Das heißt, ich weiß schon, was ich nächste Folge tun werde. Wir bauen gleich Condits. Also wir brauchen neue, aber ich beende die Folge erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer